Hallo ihr Lieben, endlich ist mein Kalender für 2000 fertig, 2000 fertig, für 2016 fertig geworden. Ja, und ich kann ihn euch endlich zeigen. Da ist sehr viel Herzblut reingeflossen in den letzten Wochen bzw. Monaten und ich hoffe, er gefällt euch. Für diejenigen, die an den Kalender interessiert sind, oh, ich kann heute nicht reden, ihr könnt den Kalender auch über meinen Navanda-Shop erwerben, wenn ihr das möchtet. Letztes Jahr habe ich auch schon einen Kalender erstellt und über meinen Navanda-Shop verkauft. Nur als kurze Erklärung, damit es keine Missverständnisse gibt. Letztes Jahr habe ich den Kalender per Vorbestellung hauptsächlich verkauft und diejenigen oder die Kalender, die quasi übrig geblieben sind, die habe ich dann in meinen Navanda-Shop gesetzt. Diejenigen, die vorbestellt haben, haben einen kleinen Rabatt bekommen und noch ein kleines Goodie. Diesmal habe ich mir gedacht, mache ich es ohne Vorbestellung, weil mir persönlich im Allgemeinen Vorbestellungen eigentlich nicht so gut gefallen. Ich mache es manchmal, aber eigentlich gefallen mir Vorbestellungen eher nicht und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus für dieses Jahr und das heißt, wenn ihr den Kalender bestellt, könnt ihr ihn mehr oder weniger sofort, natürlich müsst ihr die Versanddauer mit berücksichtigen, erhalten. Also ihr müsst dann nicht irgendwie mehrere Wochen auf euren Kalender warten. Ja, das hier ist also der Kalender 2016. Ich werde mal mit euch den Kalender durchgehen, werde euch so ein bisschen zeigen, was da so drin ist und zeigt euch dann auch noch, was das Goodie ist, was ihr bekommt. Weil ich habe mir gedacht, letztes Jahr habe ich ja ein Lesezeichen den Vorbestellern mitgegeben. Ich möchte diesmal euch auch ein bisschen eine Kleinigkeit irgendwie dazu schenken. Und ich habe mir gedacht, zum einen lasse ich den Rabatt weg oder beziehungsweise jeder kriegt den Rabatt. Ich habe letztes Jahr den Kalender für 18 Euro verkauft, für diejenigen, die vorbestellt haben. Und im Navanda-Shop hat er dann 21 Euro gekostet. Diesmal habe ich ihn gleich auf 18 Euro gesetzt. Also jeder bezahlt einfach 18 Euro, egal ob er ihn jetzt kauft oder dann im Januar oder wann auch immer. Ja, das erstmal dazu. Also 18 Euro plus Versand kostet der Kalender. Und ich habe mir gedacht, ich wollte euch gerne ein Lesezeichen auch wieder dazu packen. Ich habe es aber zeitlich überhaupt nicht geschafft. Und deswegen werde ich euch eine Stickerpackung dazulegen für all diejenigen, die noch 2015 den Kalender kaufen bzw. bezahlen. Also bis zum 31. Dezember natürlich. Ja, zeige ich euch später noch, welche Sticker ich meine. Vielleicht weiß es ja auch der ein oder andere schon. Auf jeden Fall, das ist das Cover von meinem Planer 2016. Der Planer ist dieses Jahr auch wieder mit vorne und hinten jeweils mit einer Plastik, oder was heißt Plastik? Ja, es ist Plastik, ne? So einer transparenten Folie, die einigermaßen dick ist sogar, ist die auch nochmal eingebunden, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass euer Kalender irgendwie dreckig wird oder sowas. Das Cover sieht dann so aus. Hinten und vorne ist das ein bisschen stabileres Papier und das innere Papier ist dann ein bisschen dünner. Ich habe mich einfach entschieden, das Cover ähnlich zu machen wie letztes Jahr, aber es ist ein bisschen anders. Diesmal ist das Chibi-Mädchen mit dem kleinen Sammy-Panda das Titelbild sozusagen. Und wenn man das Ganze aufklappt, sieht man schon, dass es mit den Jahresübersichten anfängt. Einmal vom Vorjahr, also von 2015. Dann haben wir das Hauptjahr 2016, wo es natürlich in dem Kalender drum geht. Und dann 2017 für diejenigen, die sich das Jahr im das nachfolgende Jahr irgendwie nochmal angucken wollen. Und dann geht das auch schon direkt zur Sache sozusagen mit den einzelnen Monaten. Wie ihr seht, habe ich auch wieder Tabs hinzugefügt, die diesmal auch ein bisschen schöner aussehen, wie ich finde. Wie gesagt, für jeden Monat einen Tab, sodass ihr dann sehr schnell euren entsprechenden Monat finden könnt. Diesmal habe ich mich dazu entschieden, Motive auf die Titelseiten aufzubringen. Das finde ich doch schöner. Letztes Jahr war es quasi nur ein Hintergrund mit dem Schriftzug, welcher Monat gerade ist. Diesmal habe ich Semifilm Designs Motive genommen. Also die sind alle hundertprozentig von mir erstellt, von mir gemalt und so weiter. Vielleicht kennt ihr ja den kleinen Schneemann noch. Da habe ich, letztes Jahr müsste das gewesen sein, habe ich ein Tutorial gemacht zu einer Grußkarte, wo man aufschieben kann, also wo er einen ganz bestimmten Mechanismus hat. Und da habe ich diesen Schneemann als Freebie dazugepackt oder beziehungsweise dazugelegt zu dem Video.
Vielleicht kennt das ja noch der ein oder andere. Oder ihr könnt es auch nochmal nachträglich gucken. Ich werde das in die Infobox verlinken für diejenigen, die sich für das Video interessieren. Auf jeden Fall total süß. Ich finde es einfach sehr schön sentimental, muss ich sagen, dass da irgendwie meine eigenen Motive drin sind. Und vielleicht erfreut sich ja auch der ein oder andere von euch dadurch, dass er etwas Bekanntes sieht, sozusagen. Ja, das ist der Januar, einfach nur mit einem Motiv. Und dann haben wir hier die erste funktionale Doppelseite. Letztes Jahr in dem Kalender hatte ich ja diese Taschen, die waren letztes Jahr auf der Vorderseite. Dieses Mal, weil das Motiv auf der Vorderseite ist, habe ich es auf die Rückseite verfrachtet, weil ich es auch noch sehr sinnvoll finde, wenn das hier gegenüber von der Notizenseite oder beziehungsweise der Pinnwandseite liegt. Ja, es ist komplett euch überlassen, wie ihr diese Seiten benutzen möchtet. Ich habe versucht, es möglichst frei zu lassen oder euch frei zu stellen, wie ihr das Ganze benutzen möchtet, damit ihr möglichst viel aus dem Planer herausholen könnt, je nachdem, wie eure Bedürfnisse sind, was ihr planen möchtet, in welchen Umständen ihr steckt, also ob ihr jetzt ein Schüler seid, ob ihr arbeitet, also den Kalender für Arbeit irgendwie benutzen möchtet oder was auch immer. Pinnwand ist eigentlich vom Prinzip her ähnlich gedacht wie auch diese Tasche. Diese Tasche ist dafür gedacht, falls ihr irgendwelche Extrazettel habt, nehmen wir einfach mal ganz stupide an, ihr seid unterwegs und macht euch unterwegs Notizen in einem Notizblock und möchtet die Notizen aber gerne irgendwie zu dem Monat Januar heften. Und dann könnt ihr einfach die Seite nehmen und hier reinstecken. So würde ich das machen oder so habe ich das letztes Jahr mit diesen Taschen gemacht. Finde ich, ist eine super, super praktische Sache. Und die Pinnwand ist eigentlich auch so ähnlich gedacht. Also entweder ihr könnt direkt hier auf diese freien Flächen was draufschreiben. Ich zum Beispiel könnte mir ganz gut vorstellen, dass man sich selber solche Kästchen mit einem Lineal malt, so groß wie man sie halt braucht. Und dann halt die entsprechenden Informationen, die man aufschreiben will, hier notiert. Oder was ich auch ganz gerne mache oder was ich in meinem letzten Kalender auch ganz gerne gemacht habe auf der Notizenseite ist, ich habe einfach Sticky Notes genommen, da was draufgeschrieben und das dann hier einfach draufgeklebt. Deswegen habe ich das Ganze auch Pinnwand genannt. Im Englischen Dashboard hatte ich auch erst überlegt, aber ich wollte es einfach irgendwie deutsch lassen. Deswegen Pinnwand, ich denke, das spiegelt das ganz gut wider, was man mit der Seite machen kann. Falls ihr euch jetzt fragt, was man hier notieren kann, alles einfach, was den Monat betrifft, würde ich jetzt zumindest mal sagen oder vorschlagen. Ihr könnt da Statistiken aufschreiben, zu was auch immer. Ihr könnt eure, zum Beispiel eure Ausgaben für den Monat irgendwie dort verfolgen, falls ihr irgendwie sagt, ich möchte gerne irgendwie verfolgen, wie viel Geld ich für mein Hobby im Monat Januar ausgegeben habe und so weiter und so fort. Alles Mögliche kann man da notieren. Ihr habt dann auf der nächsten Doppelseite dann die komplette Monatsübersicht. Da könnt ihr dann nochmal ein bisschen in der Übersicht vom kompletten Monat irgendwas planen. Zum Beispiel finde ich das jetzt für meinen Zweck ganz praktisch, um YouTube-Videos zu planen, dass ich irgendwie gucken kann, okay, da mache ich jetzt ein YouTube-Video über Fimo und da mache ich jetzt ein YouTube-Video über Papier und so weiter. Dass ich da irgendwie auf einen Blick sehen kann, dass da ein bisschen Abwechslung drin ist oder dass ich das zumindest irgendwie ein bisschen sinnvoller planen kann. Und hier habt ihr dann auch noch eine Spalte frei, wo wir auch nochmal was reinschreiben können. Was ich ganz cool finde zum Beispiel, das sind Monatsziele, wenn man die sich einfach hier aufschreibt. Ihr dürft die Monatsziele natürlich auch gerne hier auf die Pinnwand draufkleben oder draufschreiben. Oder ihr schreibt irgendwie ein Motto hier rein, unter welchem Motto steht euer Januar, zum Beispiel gesünder ernähren oder keine Ahnung. Also da ist eine Menge Möglichkeiten. Wie gesagt, ich wollte euch da nichts vorgeben, dass ich da irgendwie dann hier Notizen schreibe oder so. Das habe ich alles, darauf habe ich verzichtet, weil ich irgendwie das zu offensichtlich finde, beziehungsweise ich wollte es einfach euch überlassen, was ihr mit dem Kalender machen wollt. Und ja, ihr könnt hier irgendwas eintragen, wenn ihr möchtet, euch dann Notizen machen, zum Beispiel irgendwie Urlaub planen oder vielleicht möchtet ihr euch direkt hier die Geburtstage notieren oder was auch immer. Wie gesagt, habe ich komplett offen gelassen, was ihr damit machen möchtet. Und dann geht es auch schon los mit den einzelnen Tagen. Ich muss dazu sagen, ich hätte ganz gerne A Week at a Glance gehabt, also so nennt man das, wenn man eine Woche im Überblick hat, alle 7 Tage der Woche. Es hat nicht hingehauen, weil das hier das DIN A5 Format ist, der Kalender, und das hat einfach vom Platz nicht mehr hingepasst. Ich wollte das Ganze nicht noch schmaler machen, also ich wollte gerne diese vorgegebene Breite von den Boxen haben, und ich habe mich dann dazu entschieden, einfach 6 Tage pro
Doppelseite zu machen, sodass ihr dann immer 1 bis 6 habt und dann 7 bis 12 und so weiter. Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Ich habe erst mich darüber informiert, ob es nicht möglich ist, einen breiteren Kalender drucken zu lassen oder beziehungsweise ob das nicht irgendwie möglich ist und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es viel zu teuer wird, meiner Meinung nach, weil ich wollte nicht den Kalender so teuer machen. Ich möchte euch eine möglichst günstige Alternative bieten, falls ihr euch für den Kalender interessiert, beziehungsweise ich bin auch nicht der Typ, der sehr viel Geld für Kalender ausgibt. Deswegen war es mir sehr wichtig, da einen ganz guten Preis zu finden. Auf jeden Fall. Der Vorteil daran, wie ich finde, ist, dass nicht jeder Tag immer an derselben Stelle ist. Man kann das natürlich auch als Nachteil sehen. Also man kann jetzt sagen, hier ist immer mein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Denn Vorteil wäre natürlich, wenn das tatsächlich immer in derselben Reihenfolge wäre, dass man das sehr leicht im Überblick hat, so nach dem Motto, da ist mein Montag, man kann sich drauf einstellen. Hier ist es ein bisschen anders, hier muss man eher nach dem Datum gehen, beziehungsweise hier oben gucken, okay, was ist das jetzt für ein Tag? Okay, das ist der Montag. Das ist der Nachteil. Der Vorteil aber, wie ich finde und aus künstlerischer Sicht gefällt es mir wesentlich besser, ist, es ist eine schöne Abwechslung drin, weil zumindest mir geht es so und ich denke mal vielen anderen auch, dass bestimmte Tage von der Planung her irgendwie immer gleich aussehen oder sehr ähnlich aussehen. Zum Beispiel das Wochenende. Es gibt ich sag jetzt mal ganz blöd, Leute, die jeden Samstag ihre Wäsche waschen. Ich finde das jetzt zwar irgendwie, ist ein bisschen komisch, da jetzt Wäsche waschen einzutragen, aber ihr wisst, wie ich es meine, ja? Und ich finde es einfach jetzt vom künstlerischen Aspekt her nicht so hübsch, jedes Mal hier beim Samstag einzutragen, Wäsche waschen und dann dreht ihr die nächste Seite, Wäsche waschen und dann wieder die nächste Seite, Wäsche waschen. Finde ich einfach nicht so hübsch, deswegen muss ich sagen, finde ich es ganz schön, dass das dadurch dann eine sehr schöne Abwechslung bekommt, weil dann Wäsche waschen steht dann mal hier und dann steht Wäsche waschen mal hier. Also wisst ihr, wie ich das meine? Deswegen, finde ich das eigentlich ganz schön, dass das dann dadurch auch nochmal so ein bisschen Abwechslung hat. Ich habe den Kalender diesmal, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, komplett umgeschmissen vom Design her, was die einzelnen Tage angeht. Diesmal habe ich dieses Boxenprinzip verwendet, was auch Erin Condren und der Happy Planner benutzen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Planer gibt, die dieses 3-Boxen-System benutzen, aber auf jeden Fall, es gibt so viele schöne Dekorationsvideos, wie man das Ganze dekorieren kann und es hat mich einfach überzeugt, dass ich der Meinung bin, dass man damit schöner dekorieren kann. Also ich wollte gerne einen Kalender haben, den ich dekorieren kann, wo ich Freude dran haben kann und wo mir möglichst viele Möglichkeiten offen bleiben, wie ich das Ganze benutzen und gestalten möchte. Und dafür finde ich die Boxen einfach super. Ich habe die Boxen in, wenn man die farbige, also das farbige hier oben, wenn man das hier hinzuzählt, sind die Boxen genauso groß wie Erin Condren ohne dieses farbige. Das heißt, es gibt unheimlich viele Freebies zu Erin Condren und auch zu Happy Planern. Und ich fand es nur praktisch, wenn man das ausnutzt oder quasi sich zu Nutzen macht, dass man diese Freebies auch benutzen kann für einen Kalender, der jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, was kosten die Erin Condren Planer? Ich glaube $60 oder irgendwie sowas, der jetzt nicht gerade so übertrieben teuer ist. Und deswegen habe ich, einfach diese Standard, ich sag jetzt mal Standardgröße eingehalten. Das ist 1,5 Inch in der Breite und 1,75 Inch in der Höhe. Wie gesagt, bei mir zählen diese farbigen Kästen dazu. Bei Erin Condren, zumindest soweit ich weiß, ist das 1,75 Inch nur bis hierhin. Also ohne diesen farbigen Kasten. Ich muss aber dazu sagen, dass es mir persönlich viel besser gefällt, diese Kästen auch über den farbigen Rand drüber zu kleben. Mir persönlich gefällt das einfach besser. Es ist natürlich Geschmackssache, aber deswegen habe ich einfach den Kalender von der Größe her so designt. Ich zeige euch mal gerade kurz ein Beispiel, wie das Ganze dann aussehen könnte für diejenigen, die das sich nicht so gut vorstellen können. Also so könnte das zum Beispiel aussehen mit diesen typischen Boxen. Ich habe mir hier einfach mal bei Pinterest ein Freebie rausgesucht. Das ist von cutedesigns.com. Ihr müsst bei Pinterest einfach nur eingeben, ich sag mal Erin Condren Freebie, vielleicht Box noch dazu oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr meine exakten Suchbegriffe, aber irgendwie so ähnlich. Und da findet ihr wirklich eine Menge Freebies. Man kann natürlich auch Vorlagen kaufen und sie sich selber ausdrucken. Oder ich glaube, es gibt auch gedruckte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt eine Menge dazu, eine Menge Material. Man kann sich diese Boxen auch sehr leicht selber machen, indem man einfach nach Bildern sucht, die einem gefallen.
und die dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm in diese Boxen reinpackt, geht sehr einfach. Auf jeden Fall wollte ich das euch einfach nur zeigen, dass diese Boxen exakt hier reinpassen. Wie gesagt, das ist jetzt für Erin Condren gedacht, deswegen passt das. Wenn ihr Happy Planner Vorlagen benutzt, müsst ihr das Ganze oben und unten oder in der Länge ein bisschen abschneiden, weil die Boxen von den Happy Planern ein bisschen größer sind. Aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie ein allzu großes Problem darstellt. Ja, wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass das geht. Natürlich kommen jetzt hier noch Planungsdetails hinzu. Ich habe hier jetzt einfach mal, um es euch zu demonstrieren, einfach mal ein paar Boxen hier draufgeklebt und fand das ganz lustig mit dem Kaffee. Übrigens, wundert euch nicht, falls ihr das zufälligerweise auch findet, diese Vorlage. Normalerweise ist diese Vorlage eher gelb, allerdings war der Gelbton bei meinem Drucker leer, deswegen sieht das Ganze so komisch aus, aber ich finde, es sieht irgendwie gewollt aus, deswegen fand ich das ganz passend für den Monat Januar. Ja, und dann ansonsten, hier seht ihr dann noch den ganzen Monat im Überblick. Ich habe euch, damit ihr auch besser wisst, wo sich das Ganze eingliedert im Monat, habe ich hier auch immer jeweils markiert, an welcher Stelle ihr im Monat quasi seid, sodass ihr dann nachvollziehen könnt, ah, okay, das ist der Tag, so auf einen Überblick halt zumindest, weil das hier alles Montag, 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 Dienstag, Dienstag, also wisst ihr, wie ich das meine? Da habt ihr dann diese Übersicht nach Tagen vielleicht ein bisschen besser. Und hier unten habe ich euch dann noch so zwei Kästchen freigelassen. Die könnt ihr dann für Wochennotizen nehmen, wo ihr jetzt irgendwie sagt, okay, in den nächsten Tagen muss ich dies und jenes irgendwie noch machen, aber ihr könnt das nicht einen bestimmten Tag zuordnen, zum Beispiel. Ihr könnt hier aber auch irgendwie einen motivierenden Spruch hinschreiben oder ihr könnt das zu Dekorationszwecken benutzen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten dafür. Wie gesagt, ich wollte das möglichst offen für euch halten, was ihr damit machen möchtet mit den jeweiligen Kästchen, Tagen, was auch immer. Deswegen habe ich zum Beispiel hier auch keine Überschrift gemacht, sodass ihr wirklich frei planen könnt und euch selber überlegen könnt, ob ihr das dann in Kategorien unterteilen möchtet. Also Erin Condren hat ja zum Beispiel vorgeschlagen, dass das hier morgens ist, das hier ist mittags und das hier ist abends. Ich finde das aber persönlich nicht so praktisch, also es ist nicht die Art, wie ich plane. Ich plane meistens immer nach Kategorien, also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, das hier ist mein YouTube-Abschnitt sozusagen und dann schreibe ich hier alles rein, was ich machen möchte, was YouTube irgendwie betrifft oder Videos machen oder was auch immer oder Social Media. Ihr könnt einen Abschnitt zum Beispiel nehmen für Familienplanungen oder für Freizeitplanungen. Ihr könnt einen Abschnitt nehmen für Arbeit oder für Haushalt oder was auch immer. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man das Ganze unterteilen kann. Und damit das eben möglichst offen ist, habe ich euch das offen gestellt. Übrigens sind diese farbigen Kästen 0,5 cm, also einen halben Zentimeter breit oder ja breit oder lang. Das heißt, diese dünnen Washi-Tapes, die könnt ihr damit überkleben, falls ihr die Farben irgendwie nicht mögt oder da irgendwie das dem Farbschema von euren Verzierungen anpassen möchtet. Nur so als kleine Information, könnt ihr das mit diesen dünnen Washi-Tapes genau überkleben. Ja, so geht dann der Monat einfach, bis der Monat zu Ende ist. Hier seht ihr dann noch, habe ich dann den Monat mit den restlichen Tagen vom nachfolgenden Monat aufgefüllt. Aber der restliche Monat fängt auch hier wieder beim 1. Februar an. Also ihr habt diese Tage dann quasi doppelt. Ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr die dann trotzdem mitplanen wollt oder einfach, ob das dann einfach nur Deko ist oder was auch immer. Ich finde es halt einfach doof, wenn das Titelblatt quasi den Monat unterbricht und dann hier beim 3. weitermachen würde. Das hätte ich einfach total blöd gefunden. Umgekehrt wollte ich aber auch unbedingt ein Titelblatt haben, deswegen, ja, beziehungsweise ich wollte nicht, dass das hier ein leerer Platz ist, deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden. Dürft ihr ja gerne entscheiden, was ihr damit dann machen möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, geht das genauso weiter vom Prinzip her, wie auch, wie ich es auch schon beim Januar gezeigt habe. Das Titelbild für den Monat Februar ist übrigens der Cupcake Panda, wie man unschwer erkennen konnte. Das war ja auch das Titelbild von dem Kalender von letztem Jahr. Ich finde diesen Panda einfach total süß, deswegen wollte ich ihn gerne unbedingt ja, hier nochmal mit einbringen. Und wie ihr schon sehen könnt, die Monate sind auch, die haben jeweils ihr eigenes Farbschema. Also der Januar, der war eher so lila, so rosa, ja rosa sagen wir einfach mal. Der Februar ist lila gehalten, der März ist dann blau und so weiter und so fort. Wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, ist das jetzt hier ein bisschen anders. Und zwar hört der Monat Februar am
29. auf. Das heißt, hier habe ich dann nochmal den ersten Tag vom März mit hinzugenommen. Und damit ich jetzt hier nicht den 2., 3. und 4. März auch nochmal redundant aufbringe, habe ich, wenn eine komplette Seite frei bleiben kann, habe ich mich einfach entschieden, das als Notizenseite zu machen. Ihr könnt damit alles Mögliche machen. Ihr könnt das entweder als Dekoration einfach so leer lassen. Ihr dürft das auch gerne so ein bisschen collagenmäßig benutzen. Ich persönlich stelle mir das sehr interessant vor, wenn man das so ein bisschen so Scrapbook-mäßig benutzt. Entweder wenn man hier so ein Foto reinklebt, was zum Beispiel irgendwie im Monat, wo sind wir denn, im Monat Februar entstanden sind, ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn ein schönes Foto entstanden ist im Monat Februar, dass man das hier zum Beispiel aufkleben kann und so ein bisschen Scrapbook-mäßig verzieren kann. Ihr dürft natürlich auch gerne was malen oder euch Notizen machen oder alles Mögliche. Wie gesagt, ich wollte euch das möglichst offen lassen, was ihr mit dem Kalender macht. Der Monat März mit dem kleinen Häschen, den ich, glaube ich, dieses Jahr für meine Osterserie irgendwie, in irgendeiner Form habe ich damit eine Animation gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Intro oder Outro oder was auch immer war. Auf jeden Fall, ich finde diesen Hasen so süß. Der musste unbedingt auch wieder mit dabei sein. Das ist eben der Hase von dem Monat. Das ist das Motiv vom Monat März. Ja, wie gesagt, auch hier der Rest wieder genauso wie auch bei den anderen Seiten. Ich zeige euch jetzt mal nur die Titelblätter. Der April mit dem kleinen Oktopus mit einer Luftblase und einem Kopfhörer. Ich glaube, das Motiv habe ich noch nirgendwo gezeigt. Ich finde es aber einfach so schön. Das musste einfach hier mit rein. Der Monat Mai ist dann mit meinem Kawaii-Entchen. Ich weiß nicht, das ist schon älter, das Motiv. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte mal eine Handyhülle mit diesem Kawaii-Entchen gemacht und ein Tutorial dazu gedreht und euch auch die Vorlage als Freebie dazu gepackt. Und die Handyhülle war übrigens aus Filz und das ist einfach nur die Handyhülle quasi, also die Vorlage genommen, zusammengesetzt und eben angemalt. Fand ich ganz süß, vor allem weil das Kawaii-Entchen irgendwie auch so ein Teil von mir ist. Ich habe zu dem Kawaii-Entchen ja auch ein Fimo-Tutorial mal vor Ewigkeiten gemacht. Also es gehört irgendwie so ein bisschen zu mir mit dazu. Dann der Juni, auch wieder eins von diesen Meerestierchen, mein kleiner Jellyfish. Ich liebe ihn einfach, musste auch einfach mit rein. Dann im Monat Juli habe ich meine kleine Elfe oder meine kleine Fee reingepackt. Sie sieht total aus wie Tinkerbell eigentlich und jedem, den ich das Bild zeige, der sagt auch, oh Tinkerbell. Es ist eigentlich nicht Tinkerbell, aber sie sieht komplett so aus. Also dürft ihr gerne so sehen, wie ihr möchtet, ob ihr das als Tinkerbell sehen möchtet oder nicht, überlasse ich komplett euch. Dann der Monat August mit meinem kleinen Fischi, einem kleinen Regenbogenfisch, auch total süß, wie ich finde. Dann auch einer meiner Lieblingsmotive und deswegen ist das ja auch das Hauptmotiv von diesem Kalender. Mein Chibi-Mädchen mit dem kleinen Sammy-Panda im Arm. Ich habe erst überlegt, ob ich der Chibi nochmal schwarze oder dunkle Haare verpassen soll, weil es dann einfach mehr mich repräsentiert, aber auf der anderen Seite, ich mag einfach blonde Haarfarben. Ich weiß nicht warum, aber bei Chibi-Mädchen, ich finde, das sieht immer sehr schön aus, deswegen habe ich sie blond belassen und gefällt mir dann in dem Farbschema auch sehr gut. Für den Monat Oktober wollte ich dann gerne etwas Halloween-mäßiges haben, weil es doch ganz gut passt. Ich muss sagen, ich habe eine Menge Halloween-Motive gefunden, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Ich habe mich jetzt einfach für das hier entschieden, weil ich gerne den Panda nochmal einbringen wollte. Und ich fand das eben irgendwie in Kombination total süß. Wer sich noch daran erinnern kann, ich glaube letztes Jahr war das, hatte ich so eine kleine Halloween-Serie gemacht und da habe ich verschiedene Animationen in die Videos eingebunden und das war, glaube ich, also müsste eine von denen gewesen sein, die ich eingebunden habe. Ich weiß nicht, ob ich alle eingebunden habe. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner Vampir-Panda, der eben so, ja, vampirmäßig auf dem Kürbis steht. Fand ich irgendwie ganz süß, musste irgendwie mit rein. Für den Monat November habe ich mich dann hier für die Katze entschieden. Die Katze ist entschieden, als ich mal ein Tutorial zu einer Card in a Box gemacht habe. Wie gesagt, ich werde euch die Videos gerne mal in der Infobox verlinken, falls ich das alles noch so zusammenkriege. Auf jeden Fall, ja, fand ich auch total süß. Ich mag das Motiv einfach und gefällt mir sehr gut, wie die Katze dann am Ende geworden ist. Ich glaube, die Katze habe ich auch zusätzlich auch in den Halloween-Videos nochmal als Animation mit eingebunden. Aber auf jeden Fall, ja, wollte ich die Katze hier einfach auch nochmal dabei haben. Und dann der Dezember. Ich wollte erst etwas Nicht-Weihnachtliches nehmen, weil das irgendwie so offensichtlich und kitschig ist. Aber es passt irgendwie. Es passt ja doch ganz gut, weil ich letztes Jahr und vorletztes Jahr jeweils eine kleine Weihnachtsserie gemacht habe. So ein Adventskalender, der nicht wirklich ein Adventskalender war, weil ich einfach keine 24 Videos geschafft habe. Aber auf jeden Fall war der Panda mit der Weihnachtsmütze immer mit dabei.
Zumindest soweit ich weiß, war der dabei letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ja, deswegen musste ich ihn einfach doch irgendwie hier nochmal mit reinbringen. Ja, das ist also das Motiv vom Monat Dezember. Und dann ganz am Ende noch, also wenn der Kalender jetzt aufhört sozusagen, habe ich noch 12 Notizenblätter, Notizenseiten mit hinzugefügt, jeweils in der entsprechenden Farbe von jedem Monat. Was ihr damit machen könnt, wie gesagt, überlasse ich komplett euch, also was ihr machen wollt, meine ich. Ihr könnt das auch gerne raustrennen. Es geht ganz einfach, wenn ihr hier so dran zieht, lässt das sich ganz einfach aus der Bindung raustrennen, rausreißen. Dann könnt ihr euch ja den Rand hier so gerade irgendwie abschneiden und das dann zum Beispiel als Notizenseite benutzen, irgendwas draufschreiben und dann hier zum Beispiel reintun. Oder was auch immer. Ihr könnt das auch natürlich gerne in der Bindung hinten lassen und das irgendwie, falls ihr hinten irgendwas planen möchtet. Wie gesagt, ich überlasse das vollkommen euch, was ihr damit machen möchtet. Ja, und dann sind wir auch schon beim Ende von dem Kalender angelangt. Und das war also der Kalender für 2016. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe euer Interesse wecken können. Ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn es diesmal ein bisschen anders ist als letztes Mal. Zum Beispiel ist die Bindung ein bisschen anders als letztes Jahr. Die Ringe sind wesentlich enger beieinander dieses Mal. Ist natürlich Geschmackssache, ob man das schöner oder nicht schöner findet. Ich finde es auf jeden Fall mal sehr interessant. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was mir besser gefällt. Ob die Bindung mit größerem Abstand, es ist jetzt hier einfach mit kleinerem Abstand. Stand mal. Ihr könnt natürlich den Planer sehr gerne selber noch abändern. Ihr könnt euch selber ein Lesezeichen machen, beziehungsweise ein anderes Cover auch gestalten, wenn ihr möchtet. Ihr müsst natürlich jetzt nicht das nehmen, was ich euch hier vorgebe. Wer zum Beispiel die Erin Condren Planer kennt, der weiß ja, dass man die Titelblätter selber auch austauschen kann. Und zwar kann man die einfach raustrennen. Ihr könnt das euch ganz einfach selber machen, indem ihr euer Cover einfach an den entsprechenden Stellen locht. Also ihr nehmt euch einfach ein Lineal oder irgendwas zum Abmessen, messt euch den Abstand von den Lochungen hier aus, macht euch da einen kleinen Punkt, nehmt eine Lochzange und locht dann einfach an den entsprechenden Stellen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen Arbeit, ist mir auch klar, aber wenn das ja nur das Cover ist, dann kann man das durchaus mal machen oder nur beim Lesezeichen. Dann nehmt euch eine Schere und schneidet hier jeweils einen kleinen Schlitz hinein und dann könnt ihr es einfach hier reintun. Also es geht sehr einfach. Wer meinen Kalender von letztem Jahr hat, beziehungsweise wer das Lesezeichen hat, der kann sich, denke ich mal, ein besseres Bild davon machen. Schaut es da euch einfach sehr gerne ab, wie ich das da gemacht habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich das einfach nur mal erwähnt haben. Ihr könnt natürlich euch selber da irgendwie auch nochmal ein eigenes Cover gestalten, eigenes Lesezeichen machen und so weiter. Ich hätte euch sehr gerne ein Lesezeichen angeboten zu dem Planer. Ich habe es allerdings, wie gesagt, ich habe es einfach nicht geschafft. Deswegen gibt es diesmal einen Stickerbogen dazu für diejenigen, die noch bis zum 31. Dezember 2015 den Kalender bestellen, nur solange der Vorrat reicht natürlich. Auf jeden Fall, das ist der Stickerbogen, um den es sich handelt, also mein Kawaii-Tierchen. Ich glaube, ich hatte euch den Stickerbogen noch nie in einem Video gezeigt, deswegen hole ich das jetzt mal ganz schnell nach, auch wenn es jetzt eigentlich nicht so sehr zum Thema passt. Auf jeden Fall ist das Ganze doppelseitig, also ihr habt nicht nur die Vorderseite, sondern ihr habt auch nochmal die Rückseite mit kleineren Motiven und ihr könnt ja einfach mal schauen, wie ihr das Ganze benutzen möchtet. Ich finde, es passt ganz gut in den Planer, vor allem die kleineren Sticker und die größeren Sticker würde ich persönlich dann ja, für Mixed-Media-Sachen, für Art-Journal-Seiten zum Beispiel oder für Tags oder sowas benutzen. Da hatte ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, dass ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das Ganze dann auf einem Tag oder in Mixed-Media-Kombination aussieht. Ihr dürft das aber natürlich auch trotzdem gerne irgendwie den Planer kleben, falls euch das nichts ausmacht, dass das dann ja, über mehrere Boxen hinweg eure Seite bedeckt. Auf jeden Fall, ja, das ist der Stickerbogen. Ihr habt auch kleine Luftblasen, die sind ja, etwas subtiler, aber ihr habt doch Luftblasen, die sind auch Sticker, also die könnt ihr euch auch abpeelen und auch als Sticker benutzen, also ihr habt eine Menge, also hier sind auch nochmal, ich hoffe, man erkennt das, sind auch nochmal Luftblasen drauf, also es sind wirklich eine Menge Sticker, oh, ich kann heute nicht reden, eine Menge Sticker sind hier in dem Sticker-Set mit dabei und das bekommt ihr einfach gratis mit dazu, falls euch das Sticker-Set irgendwie interessiert, falls ihr es irgendwie euch nochmal holen möchtet oder beziehungsweise falls ihr den Kalender jetzt nicht unbedingt haben möchtet, aber gerne das Sticker-Set, dann könnt ihr auch mal auf meinem Navanda-Shop gucken, weil da biete ich das Sticker-Set auch extra an, also ihr könnt es euch auch irgendwie einzeln nochmal kaufen, wenn ihr möchtet.
Ja, ihr Lieben, das war also mein Kalender für 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, der Link zu meinem Davanda-Shop findet ihr in der Infobox, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Ich würde mich sehr über die Unterstützung freuen. Natürlich nur, wenn ihr euch für den Kalender interessiert. Und ich hoffe auch, dass das gut bei euch ankommt, dass es diesmal keine Vorbestellung ist. Ich hoffe, es kommt ganz gut bei euch an. Ich muss natürlich auch für mich gucken, wie gut das läuft, wie gut da meine Planungen waren oder auch wie schlecht. Je nachdem wird sich das dann entscheiden, ob 2017, der Kalender für 2017, ob der dann wieder mit Vorbestellung produziert wird oder ob ich den dann wieder sozusagen für euch vorlege. Ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Es werden jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar Weihnachts- bzw. Wintervideos kommen. Ich muss sagen, ich habe ja in den letzten Wochen leider nicht so viele Videos gemacht. Zum einen, weil das Scrapbook-Video wahnsinnig aufwendig war und ich da einfach mal eine Pause brauchte. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Aufwand in diesen Scrapbook-Videos steckt. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich zugeben, es kommen im Moment so viele Adventsvideos und Weihnachtsvideos und Adventskalendervideos und so weiter, dass ich davon ein bisschen genervt war. So ein bisschen. Ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Es gibt ja auch einige, die von Weihnachtsliedern genervt sind. Mir gingen so ein bisschen diese Weihnachtsvideos auf den Keks. Aber natürlich, möchte ich da auch irgendwie so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Es wird kein Adventskalender sein, natürlich nicht, das habe ich jetzt schon komplett verpasst. Aber so ein paar Weihnachtsvideos werden jetzt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen hoffentlich noch kommen. Ich wollte jetzt einfach die Zeit nutzen, um endlich den Kalender fertigzustellen, damit ich den euch zeigen kann und auch noch rechtzeitig genug vor Jahresende noch in meinen Davanda-Shop stellen kann. Ja, ihr Lieben, falls ihr übrigens an dem digitalen Produkt interessiert seid, ich habe letztes Jahr den Kalender auch als digitalen Download in meinem Shop angeboten. Falls ihr zum Beispiel einen DIN A5 Filofax habt und wenn ihr euch das dann selber ausdrucken wollt. Ich muss aber sagen, ich habe diesmal drauf verzichtet. Diesmal wird es keinen digitalen Download in meinem Davanda-Shop geben, weil es sehr viele Probleme damit gab. Es haben sehr viele Leute falsch verstanden, haben das digitale Produkt gekauft und wollten aber eigentlich den Kalender haben. Und einfach, um mir und euch den Ärger zu ersparen, wird es das Produkt einfach schlichtweg nicht geben. Ich habe es zwar 10.000 Mal überall hingeschrieben, dass das nur digital ist, dass das nur ein Download ist, aber irgendwie haben es einige Leute wohl trotzdem leider nicht verstanden oder überlesen oder was auch immer. Falls ihr trotzdem daran interessiert seid, dürft ihr mich sehr gerne anschreiben, nur dass ihr darüber Bescheid wisst, aber ich werde es nicht als reguläres Davanda-Produkt in meinen Shop stellen. Ja, so viel dazu. Ich denke, ich habe lang genug gequatscht, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und ja, habt eine schöne kreative Woche noch. Tschüss!